Wir begrüßen euch recht herzlich zum Bayerisch Tanzen, eine Initiative vom Kulturreferat München, der Magnus Keindl und die Katharina Mayer. Und wir haben uns jetzt einen wunderbaren Tanz für euch überlegt, nämlich den Hölldeife. Und was beim Hölldeife super ist, erstmal geht es ein bisschen um Walzer. Deswegen zeigen wir euch noch ein paar so Hilfestellungen, die man beim Walzer ganz gut brauchen kann. Und dann gibt es noch einfache Elemente wie Stampfen und natürlich Singen. Und wir fangen erstmal mit diesen Walzer-Elementen an. Gell? Ja. Weil das Einfachste am Walzer ist ja, dass man in einem Dreivierteltakt wunderbar hin und her wiegen und schunkeln kann. Also wer auf der Bierbank schunkeln kann, kann das auch. Wir haben wieder unsere Tanzfassung, rechte Hand auf dem Schulterblatt, also von ihm seine rechte, meine linke und vorne gefasst. Und wie immer beginnen wir einfach zur gefassten Hand und wiegen hin, zwei, drei, her, zwei, drei, hin, zwei. Und dann kann man sich einfach nur so ein bisschen im Kreis drehen und dann hat man schon den perfekten Walzer, wenn man jetzt auf einen Dreivierteltakt-Rhythmus tanzen möchte. Genau, das ist jetzt die einfachste Version. Die nächste Version ist, dass man den freien Fuß auf den Zwora antupft. Eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei. Auf drei ist Pause. Ja, das wäre so, ja, für alle, die sagen, also das ist ja wirklich, da kann ich ja auf der Bierbank hocken bleiben. Dann braucht man vielleicht ein bisschen noch diesen Tupfer. Und wer dann sagt, zum Walzer gehören drei Schritte. Ja, natürlich. Da kann man doch keine Pause machen. Dann macht ihr eins, zwei, drei, eins, zwei. Dann muss man halt steigen. Dann muss man drei Schritte machen. Hin, zwei, drei, her, zwei, drei. Hin, zwei, drei. Schau mal von hinten. Seht ihr den Magnus von hinten? Eins, zwei, drei. Und es ist genau so ein bisschen. Also ich mache meistens, ehrlich gesagt, und du auch, Magnus, gell? Wir machen eher so diesen Halbsparer. Also auf den Zweier antippen. Hin und her. Genau, also das war es jetzt zum Walzer. Und jetzt brauchen wir natürlich zum Hölldeife noch ein Element eigentlich bloß noch, ja, in Wirklichkeit. Nämlich den Fuß zur gefassten Hand. Und der kann einmal stampfen, so ganz locker. Durchgängig. Genau. Und den lassen wir so ein bisschen locker, auf den nehme ich kein Gewicht drauf am Anfang, sondern ich lasse ihn einfach so nach unten fallen. Und mach Hölldeife, du! Und auf du kommt Gewicht drauf. Mhm. Nochmal. Hölldeife, du. Und dann haben wir einen anderen Fuß auch noch hinten. Der macht jetzt das auch. Lass mich in Ruhe. Und auf du und Ruhe kommt der Schritt. Also nochmal. Hölldeife, du. Lass mich in Ruhe. Und dann ist wieder der vordere Fuß frei. Dann machen wir dann Walzer. Und Walzer und Walzer und Walzer. Wieder der vordere. Hölldeife, du. Lass mich in Ruhe. Walzer und Walzer. Und im zweiten Teil wird weiter gewalzt. Lieber kleiner Gutter, Hölldeife, du. Hölldeife, du. Hölldeife, du. Lieber kleiner Gutter, Hölldeife, du. Lass mich in Ruhe. Und auf Ruhe muss man da wieder drauf. Logisch. Und dann geht's von vorne wieder los. Mit Stampfen. Beziehungsweise, ich glaube, der Walzer kommt sogar noch einmal länger. Der wird wiederholt. Und wir machen es mal mit Musik, oder? Das nicht schon. Hölldeife, du, lass mich in Ruhe. Geh man am anderen, weil ich nicht mag. Hölldeife, du, lass mich in Ruhe. Geh man am anderen, weil ich nicht mag. Und Walzer, Hölldeife, du, Hölldeife, ihr kennt schon mich, Macher. Lass mich in Ruhe. Wiederholung. Hölldeife, du, Hölldeife, du, Hölldeife, du. Hölldeife, du, lass mich in Ruhe. Geh mal am anderen, weil ich nicht mag. Hölldeife, du, lass mich in Ruhe. Geh mal am anderen, weil ich nicht mag. Du lieber kleiner Gutter, Hölldeife, du, Hölldeife, du, Hölldeife, du. Hölldeife, du, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
hey, Daibido, hey, Daibido. Kamakura, hey, Daibido, lass mich in Ruhe. Kamakura, hey, Daibido, hey, Daibido, hey, Daibido. Kamakura, hey, Daibido, lass mich in Ruhe. Spitze. Ja, das war der Hölldeifi. Und viel Spaß beim Nach- und Mittanzen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus, pfiat euch.